Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe hier auf dem Kanal Filmmusik Couch und heute geht es um einen Film, der insgesamt 7 Oscar-Nominierungen erreichen konnte. 2 hat er tatsächlich gewonnen und er läuft noch immer in den Kinos, also worauf wartet ihr? Es geht heute um Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der Titel ist ziemlich lang, deshalb kürzen wir ihn doch einfach ab mit Three Billboards, hat wirklich tatsächlich 7 Oscar-Nominierungen und 2 konnte er davon mit nach Hause nehmen. Und die 2 waren wie folgt. Der erste Oscar ging an die beste Hauptdarstellerin Frances McDormand und der zweite Oscar der beste Nebendarsteller Sam Rockwell. Und so wie bei den Oscar-Filmen es immer so ist, sagt man ja, diese Filme haben so viel Preise eingehamst, sie haben so viel gewonnen, die müssen doch gut sein, oder? Ich glaube, da sind manche nicht so der Meinung, so auch ich. Ich will mich immer erst überzeugen, bevor ich sage, dieser Film ist sowieso gut und dieser Film kann das sowieso, weil er so und so viel Preise eingehamst. Da muss ich mich natürlich zuerst mal selbst überzeugen. Und bei Three Billboards war ich besonders gespannt. Denn der Regisseur hat nicht nur Brücke sehen und sterben gemacht, sondern auch 7 Psychos. Und da war ich natürlich ganz, ganz, ganz gespannt auf Three Billboards Ebbing Outside Missouri, weil eben für mich Brücke sehen und sterben ein grandioser und phänomenaler Thriller mit komödiantischem Einschlag ist. Und da muss ich sagen, da war ich natürlich, meine Erwartungen, die waren ziemlich hoch. Doch ich kann euch eines sagen, meine persönliche Meinung ist folgende, kurz zusammengefasst, aber wir gehen natürlich genauer darauf ein. Three Billboards ist für mich ein Film, der ist sehr sehenswert geworden. Er hat aber meine Erwartungen nicht übertroffen oder nicht ganz erfüllt. Und woran das liegt, das möchte ich euch jetzt ganz kurz präsentieren. Three Billboards hat eine Lauflänge von 1 Stunde und 56 Minuten, das heißt rund 116 Minuten und ist mehr Drama als Komödie. Wenn ich jetzt Brücke sehen und sterben hernehme und Three Billboards, dann hat Three Billboards eigentlich viel mehr, ist mehr ein Drama mit komödiantischem Einschlag und Brücke sehen und sterben mehr eine Thriller-Komödie. Ja? Und als ich den Trailer zu Three Billboards gesehen habe, da muss ich sagen, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen so etwas wie Brücke sehen und sterben erwartet. Doch dem war nicht so. Three Billboards ist eigentlich vielmehr, wie gesagt, ein Drama mit komödiantischem Einschlag, weil eigentlich die Grundgeschichte eine ziemlich ernste ist. Doch um was geht es eigentlich in dem Film? Das verrate ich euch jetzt. Die Tochter von Mildred Hayes, Mildred Hayes wird gespielt eben von Frances McDormand, wurde vor Monaten ganz in der Nähe ihres Zuhauses vergewaltigt und ermordet. Doch in dem Fall tut sich nicht wirklich etwas. Von dem Hauptverdächtigen fehlt jede Spur und Mildred glaubt, dass die Polizei nicht ihren Aufgaben in dem Sinn nachgehen, sondern eher sie vernachlässigen. Und als ihr Sohn, Robbie, eigentlich sagt, ich möchte mein Leben einfach in dem Sinne nur weiterleben, das akzeptiert Margaret überhaupt nicht. Darum lässt sie eines Tages auf der Straße in der Nähe von ihrem Heimatort Ebbing, Missouri, 3 Billboard-Tafeln aufstellen mit ziemlich provokanten Sprüchen. Und das sorgt natürlich für Aufregung. Denn die Tafeln sind bestückt mit provokanten Sprüchen, die sich an den Polizeichef widmen und diese wird gespielt von Woody Harrelson. Da ist natürlich klar, dass die Situation nicht lange friedlich bleibt. Doch als sich Officer Dixon, gespielt von Sam Rockwell, sich einmischt, der eigentlich mehr oder weniger ein verwöhntes Muttersöhnchen ist, dann eskaliert es so richtig. Und das ist in ein paar Sätzen eigentlich die Grundstory von Three Billboards. Und wie gesagt, ich war eigentlich mehr auf Komödie getrimmt mit dramatischem Einschlag, doch dies wurde eigentlich umgedreht. Es ist mehr ein Drama mit komödiantischem Einschlag, der es aber ganz schön in sich hat. Die Trailer versprechen eigentlich mehr oder weniger, dass der Film mehr in Richtung frech, gnadenlos, provokant, rassistisch rüberkommt. Und das sind auch gewisse Figuren hier. Wir haben ja alles in dem Film Charaktermini von Frances McDormand, wie gesagt, angefangen, bis zu Woody Harrelson, Sam Rockwell und so weiter. Da sind ja einige bekanntere Schauspieler auch noch dabei. Und da haben wir ein Ensemble, das vor lauter Charaktermini so strotzt und die teilweise so skurril und so eigenartig und jedoch so menschlich und so nah rüberkommen, dass ich ganz klar sagen muss, Hut ab vor jeder dieser Leistungen. Ein bisschen schade finde ich es, dass Woody Harrelson keinen Oscar abgeräumt hat, aber dafür wirklich sehr verdient. Frances McDormand, wie gesagt, als beste Hauptdarstellerin und Sam Rockwell als bester Nebendarsteller.
Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und man kann sich hier jetzt nicht unbedingt eine Blutorgie erwarten oder sonst irgendetwas. Es fließt schon Blut, es wird teilweise ganz schön heftig, aber die FSK 12 ist hier voll und ganz drauf zugeschnitten. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Darsteller hier positiv ins Rampenlicht gestellt, weil die ziemlich gut spielen und wirklich gnadenlos eine Performance abliefern, wo ich sagen könnte, das ist wirklich sehenswert. Und das nächste, was wirklich sehr nennenswert ist, ist eigentlich mehr oder weniger die Story. Weil das Drehbuch alleine schon, und dafür wurde er ja mit dem Oscar nominiert, gewonnen hatte er nicht, aber dieses Drehbuch, das hat es wirklich definitiv in sich. Die Geschichte ist unvorhersehbar, die Dialoge sind stellenweise, nicht stellenweise, aber sehr oft gnadenlos und einfach grenzgenial geschrieben und kommen so menschlich und persönlich rüber, dass ich sagen muss, Hut ab vor diesem Drehbuch und von diesen wirklich starken Dialogen. Der Film strotzt ja eigentlich, wenn man sich den Trailer so ansieht, vermuten lässt, dass der Film mehr oder weniger vor Schimpfwörtern nur so strotzt. Angefangen von den H-Wörtern, über den F-Wörtern, über was weiß ich was alles. Aber das kommt nie peinlich und too much rüber und ist immer dezent auf den Punkt gebracht, dosiert und das macht den Film wirklich sehenswert. Und wenn man sagt, ich möchte keine Filme sehen, wo sich Leute gegenseitig irgendwie beleidigen, man muss einfach dass den Film nicht jetzt als Trash sehen oder als unter der Gürtellinie Komödie oder sonst irgendetwas. Hier ist eine Komödie in diesem Stil, wenn ich das mal so sagen darf, ganz vorsichtig, auf ganz hohem Niveau. Der Film switcht übrigens ständig zwischen Drama und Komödie und man kann in der einen Minute herzhaft lachen und auf der anderen Minute hat man irgendein Bedürfnis, okay, da vergeht einem irgendwie das Lachen. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert an dem Film. Wobei ich gesagt, das ist meinen Geschmack, das hat er nicht ganz getroffen. Denn für mich, wie gesagt, er ist in Wirklichkeit mehr Drama als Komödie, aber ich habe genau das Gegenteil erwartet und deshalb finde ich, meine persönliche Meinung, das ist ein kleiner Schwachpunkt an diesem Film, weil ich vielleicht mit den falschen Erwartungen reingegangen bin und für mich ist er mehr Drama und eigentlich, ja, dieses Hin- und Her-Switchen wird mit der Zeit anstrengend. Aber die Witze, die Gags und die Dialoge sind so punktiert, genialst, dann kann ich nur sagen, schaut euch den Film an. Der zweite Punkt, wo ich sage, aber das ist immer Ansichtssache, dass der Film für die 116 Minuten vielleicht um 10 Minuten zu lang geworden ist. Aber was soll man dazu sagen? Es sind genau zwei Punkte, die mir ehrlich gesagt ein bisschen stören. Wie gesagt, die 10 Minuten sind zu lang und ja, es ist mehr Drama als Komödie und darauf war ich nicht irgendwie eingestellt. Aber zusammengefasst, die positiven Sachen, die heben sich natürlich empor und sind natürlich viel stärker als wie meine persönlichen nicht so tollen Punkte. Wie gesagt, starkes Drehbuch, starke Dialoge, super Darsteller. Es ist einfach ein Film, so wie man sich eigentlich mal Brücke sehen und sterben, ja, wenn man den gesehen hat, dann kann man sich auch bei Three Billboards wirklich sehr unterhaltsam fühlen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und der ist mir besonders ganz wichtig. Ein Film kann mit Preisen überhäuft sein, wie auch immer, kann so grausartig und so cineastisch und so mainstreamig sein, wie auch immer, aber wenn er nicht unterhält und wenn er langweilig ist, dann hat er für mich irgendwie, ja, einen großen Schwachpunkt und das ist bei Three Billboards nicht der Fall. Wie gesagt, 10 Minuten vielleicht etwas höher, kürzer, aber er ist unterhaltsam, starke Dialoge, starke Darsteller und kommen wir zur Wertung. Hier seht ihr jetzt kurz meine Bewertungsliste. Ich bewerte nicht wie alle anderen nach Punkten. Ihr seht zwar in Klammer hier, was welche Punkteanzahl das circa sein kann, aber ich bewerte mehr in so knödelartige Knöpfe, wie auch immer ihr das nennen mögt. Ich habe es ein bisschen umgeändert im Vergleich zu meiner ersten Review auf diesem Kanal, 50 Shades of Grey 3. Und von mir bekommt dieser Film, er ist spannend, er hat Humor der verschiedensten Art. Er spricht einem auch an, weil es ein ziemlich ernstes Thema ist und man fragt sich, okay, wie würde ich handeln? Und man kann sich immer die Frage stellen, ist das übertrieben? Nein, es kommt sehr menschlich rüber, es kommt sehr, sehr real rüber und das ist eben ein Film, wo ich sagen könnte, schaut ihn euch an, setzt die Erwartungen nicht direkt auf eine Komödie, sondern mehr auf ein Drama und dann würde ich das sicher sagen, der Film ist 1A, der ist wirklich spitze und somit bekommt er von mir 3 von 4 möglichen Knödel. Und ja, das war's von mir von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der lange Titel. Und wir sind uns hoffentlich ganz sicher bis zum nächsten Mal. Hier gibt es nochmal einen Abonnier-Button. Dann könnt ihr draufklicken, dann verpasst ihr keine Top 5 Videos mehr, beziehungsweise keine Reviews mehr. Und hier unten, hier eine weitere
ein weiteres Video von meinem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den Film auch so toll findet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder was ist eure persönliche Meinung? Schreibt es mir, abonniert diesen Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich ganz sicher bis zum nächsten Mal. Tschüssi, baba.